Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde und heute ein Faulheitsprojekt. Wir haben nämlich letztes Jahr ganz viele Bäume geschnitten, unter anderem diese Weide hier hinter uns, die war schon völlig ausgewuchert und auch Weiden dort und sonst wo im Garten und Robinienbäume und alles mögliche und wir haben überhaupt keinen Platz mehr, diese ganzen Zweige und Blätter und so weiter hier noch in unsere Benjes-Hecke zu verfrachten. Wir haben auch keine Hochbeete mehr anzulegen, sonst würden wir die da unten mit reinstopfen. Wir könnten natürlich die Zweige verkohlen. Allerdings auch das ist eine ganze Menge Arbeit. Wir haben da unsere Kontiki, unseren Erdkontiki, in dem wir das machen könnten und dann selber Holzkohle herstellen. Aber wie das so ist, wir kriegen unsere Holzkohle Big Pack-weise. Was sollen wir die hier noch in so kleinen Mengen selber herstellen? Also was machen wir damit? Wir haben sie alle auf den Haufen geworfen. Ich habe die mal gut bewässert, auch mal ab und zu Urin raufgekippt. Und das heißt, die sind schon ein bisschen durchgegammelt, die Blätter und die Zweige. Und jetzt machen wir daraus ein Hügelbeet. Ganz einfach, Hügelbeet, Aufbau von grob zu fein. Man hat unten eben ganze Äste, Stämme und sonst was, Laub und dann wird es immer feiner, da hat man vielleicht schon also halbfertigen Kompost oder einfach Gartenküchenabfälle, Futterreste, dann vielleicht Grasschnitt und dann kommen so halb verrotteter Kompost, Bokashi vielleicht, verrotteter Kompost, oben theoretisch eine Schicht Erde drauf. Wir machen es noch einfacher, wir hauen hier einfach Kompost drauf. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie Gartenerde großartig, die wir hier rauf machen können. Also werden wir hier einfach das noch ein bisschen runtertrampeln und da Kompost drauf machen. Und dann, der Kompost hat ja schon mal viel Nährstoffe. Das eine Problem, was wir mit Zweigen haben, ist, dass die ja sehr kohlenstoffreich sind. Also da haben wir ein schlechtes CN-Verhältnis, zu wenig Stickstoff. Das habe ich schon mit Urin teilweise etwas verbessert, dieses CN-Verhältnis. Aber wenn man da rein Kompost drauf macht, dann haben wir die Chance, dass wir da trotzdem ein gutes Wachstum hinkriegen. Und dann können die Zweige und die ganzen Sachen hier unten in Ruhe verrotten. Ach so, wir hätten natürlich auch die Möglichkeit gehabt, das hier mit unserem professionellen Häcksler klein zu häckseln. Aber Gott, ist das eine Arbeit. Das macht man sich auch. Da kauft man hier einen Häcksler für 1300 Euro. Das waren noch gebrauchte Preise. Und dann denkt man, dann flutscht er dazu durch. Nee. Da steht man einen ganzen Tag, wenn man das Ding hier weghäckseln will. Nix da. Wir lassen das einfach auf dem Haufen. Und nach unserem Motto, die Mikroorganismen, die Würmer sollen die Arbeit machen, lassen wir das quasi kompostieren. Also wir machen Kompost drauf, wir werden das schön wässern und dann werden wir, sobald es soweit ist, da reinpflanzen. Also ne, diese Woche, jetzt haben wir Ende März, das heißt diese Woche werden wir da die Erde drauf machen, dann werden wir das wässern, dann werden wir da schon Sachen raufpflanzen wie Kohl oder so, alles was Starkzehrer ist, alles was tatsächlich rein im Kompost stehen kann, Kohl, Kürbis, Gurken, alles was schön wuchert, Mais werden wir eventuell mit raufpflanzen und so. Also alles was stark Nährstoffe aufnimmt, vielleicht mal eine Runkelrübe raufsetzen, irgendwie sowas, dass es richtig wuchert. Und die Wurzeln werden die Umsetzung auch des Holzes beschleunigen. Der Kompost und die Feuchtigkeit und die Abgeschlossenheit wird die Umsetzung des Holzes beschleunigen. Und ich schätze mal, das Hügelbeet lassen wir 2 Jahre liegen und machen das dann. Wir werden das dann umschichten und einfach als Kompost weiterverwenden. So dass wir also die Arbeit des ganzen kleinen Häckseln des Holzes sparen, dass wir die Mikroorganismen arbeiten lassen und die Pilze, vor allen Dingen, die das Holz zersetzen sollen und die Insekten. Ja, und noch ein kleiner Tipp. Meine Lieblingspflanze im Garten, also neben der Erdbeere natürlich, ist der Hokkaido-Kürbis. Und der Hokkaido-Kürbis oder allgemein Kürbisse, da kann man ja wunderbar die Samen, ne, wenn man den Hokkaido erntet, kocht, aufschneidet, dann hat man ja die Samen, kann man direkt trocknen. Trocknen mit ein bisschen EM-Keramikpulver drauf, eine Prise. Und dann ja, in Glas, wenn sie trocken sind. Und dann gehe ich dann rum im Frühjahr, nämlich jetzt, wenn wir hier die Erde drauf haben, und stecke einfach überall, wo schwarze Erde ist, ein paar Samen rein. Auch sonst im Garten, wo wir vielleicht eine Rasenkante abgestochen haben, wo vielleicht ein Maulwurfshügel war, wo wir vielleicht aus anderen Gründen irgendwie ein bisschen Erde hingefahren haben, um eine Kuhle auszugleichen. Überall stopfig, habe ich letztes Jahr schon gemacht und werde ich dieses Jahr wieder machen. Überall die Hokkaido-Samen einfach in die Erde und die sind
besser gewachsen als die Pflanzen, die wir einfach vorgezogen haben und sonst was. Ne? Das macht man natürlich erst im Mai, wenn es frostfrei ist. Aber das ist eine ganz billige Variante. Und wer noch nicht geschafft hat, sich Hokkaido, klar, die wird man jetzt eventuell nicht mehr vom letzten Jahr haben, aber es gibt sie gerade bei Lidl und sonst wo, Bio-Hokkaido im Supermarkt oder im Bioladen. Nehmt die Bio-Hokkaidos, macht euch eine schöne Mahlzeit und nehmt die Samen davon, trocknet die mit ihrem Keramikpulver und stopft sie überall in die Erde. Dann könnt ihr zig Hokkaidos ernten und dann ist die Winterversorgung schon mal gerettet. Ja, also das ist unser Faulheitsprojekt. Erde rauf, also Kompost rauf, Vollpflanzen, lass es darunter einfach verrotten, wie es sich gehört, und dann räumen wir das ein, zwei Jahre später weg als fertigen Kompost.